Hallo, hallo, meine lieben Abonnenten und eventuell auch Nicht-Abonnenten. Ich hoffe, das ändert sich bald. Willkommen zurück zu Final Fantasy 13 hier. Oh, ist das bei mir warm hier. Oh, Mensch. Wir machen hier weiter. Wir sind hier in Pittsville stehen geblieben. Hier ist Hope und Lightning. Sind noch zu zweit unterwegs, weil wir Sass und Vanille zurückgelassen haben, da Lightning eben gedacht hat, dass Psycom sei ihnen auf den Fersen. Genau, hier aus dieser Ecke haben wir schon die Schatzkiste entfernt. Und dann gehen wir einfach mal diesen Weg lang. Hier haben wir noch ein Lynxeron und zwei Panterons. Hier geht es einfach mal diesen Weg lang, wir haben aber keine Wahl. So, erstmal auf die Panterons, damit die mal ein bisschen tot sind hier. Bam, bam. Gratuliere lieber mal den an Hope. Ist doch schlauer, oder? So. Jetzt gehen wir auf den da. Ich weiß gar nicht, wie viel der hat. Der hat 3120 und eine Schwäche für Eis und Blitz. Das muss ich mir merken. Und habe ich schon erwähnt, dass ja genau, extrem gefährlich werden, nachdem sie Kampfgebrüll hier machen. Und wenn das dann noch mehrere sind, dann ja, wird das böse. Dann kann es oft ein schnelles Ende haben. So, wir haben es noch erfolgreich geschafft, weil es nicht allzu viele waren. 22 Kristallpunkte und fertig! Juhu! So. Und das ist nämlich der Ort, an dem wir nun am Ende lernen, wie wir unsere Waffen umbauen können. Ein Cocoon zu reparieren, okay. Nicht schlecht. Ihr könnt ja nebenbei mal die Dialoge mit reden. Lesen, tut mir leid. Und hier haben wir ein paar Trionen. Dürfte aber leicht zu machen sein. Hoffe ich mal. Okay, das sind die Wachtrunen. Naja, hatten wir schon mal. Aber das mal mit diesem Elektro-Volt-Bohrer war das, glaube ich. Das ist mal her. Herrgott, ist das mal nervig. Hallo! Jetzt reicht's aber langsam. Los! Stirb! Ach komm, du! Piep! Hättest du nicht sterben können. Nein, Volt-Bohrer. Nein, 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 nein. Scheiße, wenn die mich jetzt umbringen. Bin ich tot! Ja, ja, das kann passieren. Scheiße, Mann. Das kann passieren. Das kann sogar mit Lightning passieren. Na, was mach ich denn auf Lightning? Bin ich blöd, ey. Ach, Leute, ich muss aufhören zu reden, ey. Warte, machen wir eben hier Partikularattacke. Ja, das wird sicher kein... Wird sicher keine 5 Sterne. Heil noch dich, noch kurz dich durch, Hope. Sondern gehen wir in die Extermination. So, das wären sicher 3 Sterne oder so. Ja, sorry. Was? 5 Sterne? Was? Nice. Paraffinöl. Oh, das ist ein geiles Item. Das ist Hammer. Sammelt am besten so viel wie möglich. Ihr könnt von mir das hier auf. Hoch und runter latschen. Und hier haben wir einen Lynxeron und 2 Wachtrunnen. Dürfte auch noch zu schaffen sein. Wir könnten auch mal was anderes versuchen. Und zwar hier mal in die Stärkungsattacke reingehen. Da halten es, also tut es uns Hope ein bisschen aufputschen, heißt unsere Verteidigung wird wieder besser. Bisschen, der hat glaube ich auch noch was anderes. Der hat glaube ich noch Wallung, genau. Das wäre für Magieverteidigung. Dann machen wir mal wieder Extermination. Jetzt dürften auch weniger Schaden machen. Habt ihr das gesehen? Das haben die, glaube ich, insgesamt nur... Ja, scheiße. Das hilft da alles nichts, damit irgendwann muss man heilen. Puh, genau und rechtzeitig. Natürlich gehen die Statusveränderungen irgendwann mal wieder zurück, aber... Für eine Weile halten die schon. Es gibt natürlich auch Zauber, die die Gegner anwenden, um unsere guten Zustandsveränderungen zu entfernen. Es gibt natürlich auch Zauber, die... mit denen wir die Zustandsveränderung von den Gegnern entfernen können. Ja, also alles dabei hier. Ach, scheiße, jetzt habe ich mir vergessen, eine Zeit zu stellen, ne? Ja, verkackt. Eine Sekunde. Na gut, können wir schon weitermachen hier. 36 Kristallpunkte, Dunkelzahn, Digitalschaltkreis, auch super. Und das Paraffinöl, einfach muah, göttlich. So, jetzt stelle ich mal hier ein. Stoppuhr, so. Und weiter geht's. Wie viel haben wir denn schon? Kristallpunkte 104. Naja, damit können wir noch nicht wirklich viel ausrichten. Was
So, da haben wir mal ein Viech, das wir eigentlich erstmal, würde ich sagen, hier Stärkungsattacke machen und uns erstmal schützen ein bisschen. Ein Xenoroid. Ich glaube, die Viecher sind immer so richtig böse. So, mehr als Protest brauchen wir eigentlich nicht derzeit. Die sind richtig böse, weil die nämlich, glaube ich, hier dieses halbiert haben. Halbierten physischen Angriff und alles auch in Magie. Aber machen wir mal beide. In Verheerer geht es ein bisschen schneller. So, habt ihr es gesehen? 43 Schaden hat es gemacht. So, und schnell zur Extermination. Jetzt hat er eine heftige Resistanz, einen Buße. Das steht, glaube ich, auch hier drin, ne? Ne, ändert seine physiologische Beschaffenheit. Naja, gut. Was soll's.
Courage haben wir, glaube ich, schon erledigt. So, Gegner ausspielen. Bisweilen bekämpfen sich Gegner auch untereinander. Stehen zwei Gegnerparteien in Konflikt, sind sie meist abgelenkt und merken die Anwesenheit der Gefährten nicht. Dieser Umstand erhöht die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich einen Präventivschlag zu landen. Durch direkten Kontakt mit einer Gegnerparteien begeben sich zwar auch die Gefährten in den Kampf, doch häufig eröffnet sich die Möglichkeit einer kurzzeitigen Kollaboration, indem man zunächst gemeinsam mit einer Gegnerpartei die übrige Partei attackiert. Sobald eine der beiden Gegnerparteien übernichtet ist, wird man sich der übrig gebliebenen stellen müssen. Taktisches Kalkül ist gefragt, denn man sollte im Falle eines gemeinsamen Vorgebens gegen eine Gegnerpartei bereits zu Beginn entschieden haben, welcher sich die Gefährten anschließen soll, damit es im anstehenden Duell kein böses Erwachen gibt. Heißt sozusagen, wir sollen uns als erstes zusammen mit den Schwächeren sozusagen den Stärkeren widmen und den als erstes besiegen. So, wir haben ja die Augmentor-Rolle. Haben wir schon Courage erlernt. Wir könnten ja hier... Wir sind eigentlich beide erstmal ausgelegt auf... Naja, machen wir erstmal das da. So, wir haben eh nicht viel... Auf Magie sind die beiden ausgelegt. Manipulator haben wir. Debrutis und Deval. Sehr gut heilbar. Oh, TP plus 30. Das ist nicht schlecht. Und Magie plus 5. So. Gut, das war's. Haben wir noch irgendwas zum Ausrüsten? Silberarmreif, Magiersiegel, ja, das passt. Soweit ganz gut. Jo. Gut, dann geht's weiter. Bist du erschöpft? Nein, nicht wirklich. Totale Trümmer, so. Wir speichern mal ab. Speichern. Habe jetzt auf den Spielstand 5 hier. So. Und los. Da oben haben wir dann gleich schon ein Beispiel mit den Gegnerparteien. So, ich würde sagen, wir kümmern uns als erstes um diesen Xenoroid. Und das Geile ist auch noch, die sind alle... Wir haben einen Präventivschlag. Naja, was soll's. Wir greifen natürlich erstmal den Xenoroid an. Und irgendwie... Tritt die automatisch schon. Was haben wir eigentlich alles für Rollen? Augmentor, Verheerer bei Desert. Na gut. So, jetzt kümmern wir uns mal um die anderen. Die sind schon ein bisschen angeschlagen. Vom Vorhinein. Wir können auch gerne mal Augmentor und Manipulator gleichzeitig machen. Dann können wir ein bisschen ihn auf Vanille sprechen. Und die anderen, und Vanille. Senkt dabei die Abwehr und sowas den Gegnern. Man kann ja von mir erstmal wechseln wieder und Sekundar-Ding. Vanessa wurde die Abwehr, glaube ich, von dem einen da geschwächt. Oh, mal eine Partitionsattacke, bitte. Und werden kurz durchgeheilt. Für den Fall. Autsch. So, der erste ist schon mal down. Die Wachtrune. Ja, die erledigen wir kurz. So. Perfekt. Ich kämpfe mit Sass und Vanille nicht wirklich gerne. Beziehungsweise hab's nicht wirklich drauf mit denen. Aber wir kriegen trotzdem noch 5 Sterne. Digitalschaltkreis und Paraffinöl. Nice. Very nice. So. Kann man sicher irgendwas machen? Irgendwas zusammenschießen? Never seen a rig like this before. Sehr gut. Okay, ja, passt. Dann mal weiter. Jetzt kommen diese scheiß Linksyrons, gell? Oder? Okay, die kämpfen schon wieder gegeneinander. Sieht man. Ich weiß nicht, sollen wir uns... Ich glaube, ich kümmere mich lieber um die Linksyrons. Die sind irgendwie doch gefährlicher. Ja, passt schon. Aber die sind doch ein bisschen komisch. Und außerdem ist der eine Typ ja eh allein. Deswegen,
Weiß ich nicht, ich kümmere mich erstmal um den da. Ja, ich mach da noch kurz mal eine andere Palette. So, jetzt hat. Machen wir mal Diversionsgefecht. Versuchen mal den Typen ein bisschen zu schwächen, während wir uns ein bisschen aufraffen. So, passt. Und jetzt können wir mal angreifen. Machen wir uns am einiges mehr Schaden. Naja. Sieht man jetzt irgendwie noch nicht so möglich. So, und er ist im Schockzustand. Sehr gut. Wir haben jetzt natürlich noch einen Brecher dabei hatten, das wäre super. Aber die beiden können keinen Brecher ausführen. Leider. Und 4 Sterne, ja geil. Reißzahn. Na gut. Hier haben wir nichts mehr, super. So, was haben wir da denn für eine Gruppe, ey? Das sind ja 5 Millionen, ey. Krasser Shit. Sind die alle wirklich gegen den? Oder wie? Macht da irgendwie keinen Sinn, oder? Was sind das? 2 Gegnergruppen erstmal. Na, ich weiß nicht. Ich lasse den Xenoroid lieber mal in Ruhe. Und lasse die angreifen. Weil, ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich den Xenoroids besiege, ob die dann auf mich gehen alle. Bin mir das nicht so sicher. Volt Bohrer, also auf jeden Fall hält's noch. Sieht ganz gut aus. So. Die greife ich jetzt an. Nachtdrohne, okay. Das ist noch ganz gut. Hält nämlich noch. Die greifen nämlich ihn an. Mache irgendeinen Mörderschaden. Zum allein mit dem Voltbohrer hier. 300. So, einer ist noch da. Da bin ich mal gespannt, wie viel der jetzt noch hat. Der ist sich auch gleich tot. Naja, geht. Mal kurz noch Diversionsgefecht. Nochmal kurz ein Ena. Mich ein Ena. So, Doppelsequenz und greifen wir mal an. So. Na komm. Jetzt aber. Hallo. So. Mensch, dauert das immer lang. Aber wir haben 5 Sterne und 91 Kristallpunkte kriegen wir und einen Digitalschaltkreis.